Willkommen hier aus Japan, aus Suzuka, eine Strecke, die die Fahrer lieben und ich hasse. Wir sind hier in unserer F1-22 und Ordimal Teamkarriere und ja, ich bin absolut nicht amused, aber wir müssen es versuchen. Wir müssen auch von ganz hinten starten und das Rennen wird, ja, besser als erwartet. 5,8 Kilometer, 18 Kurven und ja, an sich eigentlich eine tolle Strecke, aber ja, sehr defensiv. Es benötigt vermutlich auch noch eine DRS-Zone, dass hier spannendere Rennen zustande kommen können. Aber wir gehen mal rein ins Qualifying. Es ist eine harte Sache hier. Wie gesagt, ich male mir hier auch keine großen Hoffnungen und keine Chancen aus. Aber mir da unbedingt trotzdem gern, denn das Rennen wird ja anders als erwartet. Und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Und auch unbedingt gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Links immer alle und in der Bio. Und los geht's hier in die SS rein. Und wir kommen hier smooth durch, also wirklich sehr, sehr toll. Das ist zu erwähnen, ich musste die Schwierigkeiten einen Ticken runterdrehen. Wir fahren heute nicht auf 85, sondern nur auf 78. Und ich habe TSC eingegeben, denn es ist mir einfach zu schwierig, auf den SS darauf ja, zu pushen. Wir kommen hier aber gut durch. Ja, da wären Track-Limits auf jeden Fall da, aber ich bin vom Gas gegangen. Deswegen ist da alles noch in Ordnung. Und jetzt geht's rein in den holprigen Mittelsektor, denn jetzt kommt meine absolute Lieblingskurve, die da heißt Spoon. Also generell, ich finde den Endsektor ziemlich cool, diesen Mittelsektor finde ich auch extrem toll. Ja, Spoon ist generell super, hier kannst du viel Zeit gut machen, aber auch natürlich viel Zeit liegen lassen, wenn du dich nicht traust aufs Gas zu gehen. Und jetzt geht's in meine, ja, nächste Lieblingskurve, die 130R. Voll Gas links, nur rechts nicht zu weit rauskommen, sonst gibt es Track Limits. Genau, hier habe ich es auch gezeigt. So nicht, so verlierst du auch unfassbar viel Zeit. Ich fahre immer gern ein bisschen weiter rechts an und dass ich dann gerade links durchziehen kann. Und das wäre wirklich die Pole Position gewesen. Ich beiß mich so in den Hintern. Oh, wir starten leider vom letzten Platz, obwohl ich die Pole geholt hätte. Ich sage im letzten Rennen noch, tauschen wir hier aus, weil ich hier kacke bin. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lando Norris startet von der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Sainz, Charles Leclerc und Perez, Verstappen, Fernando Alonso, Ricciardo und Esteban Ocon, Mick Schumacher, Gasly, Alexander Albon und Magnussen, Bottas, Stroll, Theo Pourchaire und Yuki Tsunoda, Latifi, Joe, Vettel und der Professor. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Und los geht's hier, wir sind in der Startaufstellung, wie ja erwartet, auf dem 22. Platz. Die 5 roten Lichter gehen aus, wir kommen schon mal um Welten besser weg als Sepp, aber beim Beschleunigen, ja, da war Sepp natürlich ein Ticken besser. Hier gehen wir mal rein, ein bisschen das Gras mitgenommen, denn ich will hier absolut keinen Flügelschaden oder eine Kollision, wie im letzten Rennen, das ja wirklich grottig war. Und hier, oh mein Gott, das, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass Stroll hier so unfassbar drauf hält oder, ja, da so die Strecke ausnützt. Das war natürlich mein Fehler, aber das war trotzdem sehr dumm. Latifi hier jetzt vor uns und Gotti. Ja, Mann! Ja, hör mal, ich bin hier richtig grottig, wie gesagt. Ich möchte nur wirklich nach vorne kommen, ein bisschen. Und ja, 18. Platz ist es jetzt aktuell. Wir konnten schon mal 4 Plätze gut machen. Aber, Alter, da gehen wir mal nach rechts, denn hier sticht Latifi rein. Ich dachte, wir können hier den Verstappen in Miami machen, aber das reicht noch nicht ganz. Aus der Kurve raus kommen wir alle mal schneller wie der Latifi und Theo könnte uns ein bisschen Schützenhilfe geben. Da noch nicht, da hält nur ein Psycho rein, aber vielleicht in der 130 eher, wenn wir hier gut in den Windschatten kommen. ERS natürlich darf nicht fehlen und dann geht es im Windschatten. Ja, wir saugen uns langsam aber sicher an Gotifi hier dran. Aber vielleicht mit einem späten Bremsmanöver rein. Ja, das geht gut. Dem hat er absolut nicht gerechnet. Und die Kurve wird sich heute echt noch als richtiger
als richtiger Geheimspot herausstellen, denn an dieser Kurve werden wir heute richtig viele Überholmanöver machen. Das kann ich euch schon mal predikten. Aber ja, wo es dann im Endeffekt hingeht, das will ich euch natürlich nicht verraten. Ja, gehen wir rein in die erste Kurve, kommen ein bisschen besser rein und konnten mehr Schwung mitnehmen. Aber jetzt, ja, hängen wir so ein bisschen in der Schminge. Wir konnten 6 Plätze gut machen, finde ich eigentlich okay. Im Startgetummel und auch, ja, Theo hatten wir schon jetzt in der zweiten Runde, aber im Startgetummel haben wir da einiges an Boden gut machen können, was mich natürlich, ja, milde stimmt. Wir können hier wirklich was reißen. Jetzt Valtteri Bottas vor uns. Aber gucken wir uns mal den Start an. Lando Norris wieder von der Pole weg. Also der, ja, hamstert sich echt zum, ja, WM. Ja, so ein bisschen, ja, zum WM-Schreck für Leclerc raus, weil, ja, jetzt hatte Leclerc, bis jetzt hatte Leclerc kaum Konkurrenz. Und jetzt auf einmal fährt ihn da vor ihm oder auch, ja, jetzt fährt da vor ihm immer jemand. Das ist natürlich nicht schön für Lando. Ja, das war dieser Zusammenstoß mit Lance Stroll, der war echt dumm. Sehr, sehr dumm. Aber wir konnten hier trotzdem unseren Platz behaupten, auch wenn ich hier echt weit ging. Ah, das, ja, viel zu spät eingelenkt. Und da wäre ich fast wieder Geschichte gewesen. Jetzt sind wir hier an Valtteri Bottas dran. Noch immer noch in der zweiten Runde. Ja, ich weiß nicht. Also das wird echt holprig. Das wird sehr, sehr hardcore. Vielleicht Spoon hier? Nein, das geht nicht. In Spoon kann man noch kaum überholen. Also, ja, natürlich, außer einer geht weit oder so. Aber ich glaube, in Spoon ist es nahezu unmöglich, irgendwie einen Move zu setzen, dass du da besser rauskommst. So, aber jetzt setzen wir uns da geschickt neben ihn, dass er einen 130 eher nicht voll nehmen kann. Und ja, da gehe ich neben dich. Das gibt die, mit, ja, klar, die Verwarnung. Und dann hier noch zu spät an der Bremse. Aber wieder hier die Kurve erlaubt es. Es geht so ein bisschen Rad an Rad mit Gasly. Und manche würden es als psychopathisches Manöver ja, sehen. Aber trotzdem, die Kurve, ja, lässt sowas zu. Mal gucken, ob der Flügel nichts hat. Die Reifen sind schon ein bisschen litiert. Und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Boden gut machen können. Kevin Magnussen vor uns. Er ist der Schreck von Leclerc seit Miami. Und auch ein bisschen mein Schreck. Denn ja, im Game ist er Gott sei Dank nicht so aggro wie in Wirklichkeit. Weil in Wirklichkeit ist er echt unheimlich aggressiv. Also wirklich unheimlich weird, was der da teilweise raushaut. So, hier setzen wir uns rechts neben ihn. Alter, das ist so knapp hier. Denn die Strecke, ja, lässt es eigentlich ja gar nicht zu. Sie ist sehr eng. Und ein Fehler könnte wirklich Kiesbett oder sogar noch schlimmer Flügelschaden, whatever, Unterboden. Kiesbett heißt das sowieso auch teilweise immer, dass der Unterboden litiert wird. Dritte Runde und wir hängen hier an Alexander Albon dran. Es geht um den 12. Platz, Leute. Schaffen wir das? Okay, ja, okay. Das schaffen wir, da kommen wir vorbei. Und ja, da vorne fährt schon mein erster Punkt, aber die Reifen sind richtig durch. Also das ist, die frisst die Reifen, die Strecke. Aber ist auch klar, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine sehr lange und sehr kurvenreiche Strecke. Wieder persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Da gehen wir eine andere Linie als Ocon und können auch hier wieder reingehen. So, viel später auf der Bremse, aber das liegt dann auch teilweise schon dran, dass ich die Kurve falsch einschätze. Oder halt die Reifen schon. Die Reifen sind halt echt nicht mehr die besten. Und da muss ich jetzt auch richtig aufpassen. Jetzt ist Mick dran und der, ja, verbremst sich hier in der ersten Kurve. So ein Move hätte ich eher von Magnussen erwartet. Nicht von Mick, aber ja, kein Problem. Wir hatten da beide. Ja, ich hatte so eine späte Reaktion. Ich habe damit nicht gerechnet. Deswegen, ja, konnte ich dazu leider nicht ausweichen. Ist aber Gott sei Dank auch kein Schaden oder so passiert. Jo, aber das ist unser erster Punkt, der da vor uns fährt. In der vierten Runde, ja, ich weiß nicht genau, ob wir da irgendwas machen sollen. Oder warten bis zu dieser, ja, Haarnadelkurve auf jeden Fall. Da stechen wir raus und er wird innen noch reinhalten, natürlich. Und wir können da außen mit ein bisschen mehr Schwung, ja, vorbeigehen, noch nicht ganz, aber jetzt machen wir zu. Jetzt sind wir vorbei. Das ist der erste Punkt nach 4 Runden. Das muss ich sagen, ist gut, aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass der Start eigentlich sehr, sehr optimal war. Und auch generell, die erste Runde macht es eigentlich immer aus. Wenn du da in der ersten Runde
ja, viele Plätze gut machst, dann kannst du auch, ja, mit einem guten Rennen rechnen. Wir gehen in die Box rein, ich probiere sozusagen den Undercut nach vorne hin, ist viel Zeit und ja, die Reifen sind dann leider auch schon sehr lädiert. Ja, gehen wir mal raus aus der Box und mal gucken, wo das Ganze hinführen wird heute noch. Seid ihr schon hyped auf F1 23? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Ich kann meine Freude und meine Vorfreude vor allem kaum zügeln, denn ich bin unfassbar hyped drauf. Ich hoffe natürlich, dass endlich ein paar Änderungen da sind, wie der Netcode. Ich spiele extrem viel Zweispielerkarriere und da ist echt was los und da ist wirklich der Netcode echt grottig teilweise. Jetzt sind die ersten in der Box, aber ihr seht auch schon vor mir, ist Leclerc und Verstappen und auch Perez rausgekommen. Perez, ja, mit den kälteren weißen Reifen der Arme können wir da innen locker durchstechen. Und jetzt hängt vor Verstappen, ich glaube, ein langsamer Fahrer, was uns natürlich hier in perfekte Position bringen wird. Denn schaut euch mal an, diesen Zug, der da macht. Werden wir da irgendwie vorbeikommen, stelle ich mir echt die Frage. Leclerc hat zwar schon die frischeren, also Leclerc schon eine Runde damit gefahren, aber ich kann auf jeden Fall versuchen, da noch vorbeizukommen. Denn das wird ziemlich schön werden. Im Mittelsektor gibt es kein DRS. Und da werden, hier können wir nicht draufhalten. Es ist Russell. Es ist nicht mal ein langsamer Fahrer. Es ist George Russell, der hier ja sozusagen den Zug gemacht hat. Das freut mich natürlich, dass wir hier, ja, theoretisch, das ist doch die Spitze, oder? Ich denke mal, das werden die Top 3 sein. Vielleicht Sainz noch und auch Norrie natürlich. Die waren alle auch schon drinnen. Aber wir sind hier 7. Platz und wir dürfen nicht vergessen, Startplatz P22. Werden wir noch nicht ganz vorbeigehen. Wieder in meine Lieblingskurve rein. Die letzte nehme ich ein bisschen das Gras mit, dass ich ihn hier, ja, genug Platz lassen kann. Und dann geht's raus aus, ja, der letzten Kurve. Und DRS bekommen wir auch, Windschatten und auch ERS. Das heißt, auch der Switchback von Leclerc wird nicht, wird da nicht irgendwie möglich sein. Ja, toll. Toll, 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 wie wir hier mithalten können. Liegt vermutlich auch an der verringerten KI-Schwierigkeit. Keine Frage. Aber ich finde es trotzdem gut, dass ich hier auf dieser Hassstrecke ein bisschen die Freude gefunden habe. Falls ihr wisst, was ich meine. Ihr habt doch bestimmt alle eine Strecke, wo ihr sagt, boah, die brauche ich absolut nicht. Und bei mir ist das wirklich Japan, aber auch Japan, würde ich sagen, Singapur. Singapur ist zwar cool, aber halt sehr, sehr schwierig. Und auch Monaco, das sind so die Strecken, auch Spanien. Naja, Spanien geht mittlerweile. Das sind halt die Strecken, wo ich sage, die brauche ich absolut nicht. Aber ja, es geht langsam. Also es wird mit, ja, Übung macht den Meister auf jeden Fall. Und vor allem, ja, wiederholen ist halt, ja, ihr hoffentlich wisst, was ich meine. Aber jetzt kommen wir hier mal zurück zum Rennen. Wir sind sehr, sehr gut an Verstappen hier dran gefahren. Der wird es uns nicht einfach machen, das ist mir klar. Im Windschatten hier 130, ja, gehen wir neben ihn. Und ähnlich wie bei Leclerc, ja, aber der hält drauf. Der macht es uns nicht so einfach, Max. Das war mir auch irgendwie klar, denn wenn einer sich wehren kann, dann ist es auf jeden Fall Verstappen. Denn, ja, Max Verstappen ist halt ein Fahrer, den man nicht leicht überholen kann. Aber dann bremst er, okay, er bremst nicht früh. Wir kommen hier schön dran. Richtig, richtig gut vorbeigekommen in Turn 1. Die lässt das aber dann auch teilweise zu. Kurve 1 ist da wirklich toll für das. Und jetzt ist nur noch George Russell vor uns und dann würden wir sogar ums Podium heute mitfahren. Das ist sogar theoretisch möglich. Das fucking Podium, 11. Runde von 13 und wir hängen hier an George Russell dran und sind nicht mal weit von Sainz weg. Also Podium, denke ich mal, ist nicht drin, aber es ist der 4. Platz, der locker drin ist. Hier täuschen wir links an und gehen dann rechts rein. Yo, da waren wir unheimlich spät dran, aber es hat gereicht, um hier den 4. Platz zu übernehmen.
Was ist noch drin? Was ist noch drinnen in diesem Auto? Ich denke mal nicht mehr viel, denn die Reifen werden nicht mehr extrem viel zulassen. Guckt euch mal hier die Replay an. Ja, das mag ich schon, wenn man da so Zeitlupenaufnahmen sieht. Wer ist das? Magnussen oder? Ja, es ist Magnussen. Da konnten wir echt gut drauf reingehen und dann außen vorbei. Das war gut. Und jetzt hier gegen Max, das war echt cool. Das hat richtig Spaß gemacht, gegen ihn hier so ein bisschen zu fighten. Er hat dann draufgehalten. Jetzt hatte ich meine Nase an. Oh mein Gott. Er hat dann draufgehalten. Dann konnten wir natürlich nicht mehr irgendwie dagegen halten. Denn er hat wirklich so lange rausgezogen, dass wir eben nicht den Switch machen konnten. War gut, war auf jeden Fall ein tolles Manöver. Hat Spaß gemacht. Und dann hier in der ersten Kurve bremst er einen Ticken früher und geht dann aber trotzdem knapp wieder außen an uns vorbei. Es war cool. War sehr, sehr tolles Manöver. Hat echt Spaß gemacht, hier gegen Verstappen zu kämpfen. Wir sind in der letzten Runde und Sainz, ja, der zieht ein bisschen da vorne. Es sind zwei Sekunden hier und da werden wir auch nicht mehr drankommen. Die Reifen sind durch. Jetzt müssen wir wieder Richtung hinten aufpassen, weil Russell auch wieder aufrollt. Und unsere Pace war heute phänomenal. Natürlich im nächsten Rennen wird es wieder schwieriger werden, denn es ist eine komplett andere Gegebenheit. Wir sind in, was ist USA, glaube ich. Texas ist schwierig, aber mal gucken. Lando Norris gewinnt hier das Rennen, macht uns wirklich ja ein Geschenk, denn Leclerc wird nur Sechster und wir werden hier vierter Platz, obwohl wir von ganz hinten gestartet sind. Was für ein verrücktes Rennen, aber was für ein verrückt gutes Rennen für uns. Wir werden Drive of the Day, das wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, denn ich meine, so eine Leistung hin kann man sich schon mal feiern lassen. Würde ich sagen. Lando Norris gewinnt hier. Tolle Leistung. Super Job von ihm. Er hat dann auch das ganze Wochenende dominiert, die Pole Position und dann jetzt auch hier der Win. Toll, 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 toll. Immerhin kein Verstappen, immerhin kein Leclerc. Denn er ist ja unser, ja, Verstappen auch, unsere zwei nächsten Verfolger in der Weltmeisterschaft. Und da können wir wirklich noch drauf aufbauen. Aber die Zeit wird knapp. Da muss ich schon mal auf einen Ausfall hoffen. Oder noch viel besser, Leclerc und Verstappen crashen. Aber ich glaube, diesen Gefallen werden beide mir nicht tun. Also es wird schwierig in der Weltmeisterschaft, dass wir da noch irgendwas, einen Platz gut machen können. Ja, mit dem den Rennendergebnis. Mir fällt auf jeden Fall mal auf, dass es wieder unsere Teamkollegin nicht in die Top 14 geschafft hat. Und auch Alexander Albon hier. Top. Verstappen nur 7. Leclerc nur 6. Theo ist 17er geworden, ist aber auch von 17 gestartet. Und wir sind trotzdem 62 Punkte hinten. Also die Weltmeisterschaft ist gegessen. Aber der dritte Platz in der WM ist noch drin und auch in der Konstrukteurs-WM. Denke ich mal, ist der dritte Platz noch drinnen, auch wenn wir hier ja knapp 130 Punkte Rückstand haben. Und gegen die in der Rivalität machen wir ein bisschen Boden guter Verstappen. Aber solche Schwächen von Verstappen müssen wir nützen, denn wir wissen, wenn der stark zurückkommt, hat keiner eine Chance. Also nutzen wir lieber die Schwächen, denn ich denke mal, in Austin wird es schwierig werden mit der extrem langen Geraden. Und auch Start und Ziel ist ja richtig lange. 600 km machen wir hier gut. 11 km aber wieder Schaden. Das, ja, wundert mich ein bisschen. Denn im Rennen gab es den nicht. Aber vielleicht war das der Zusammenstoß mit... mit Lance Stroll. Dass da ein bisschen was kaputt ging. Kann ich euch leider nicht sagen, was da abging. So, aber wir gehen in die letzten Runden. Wir werden aber auch eine komplette zweite Season noch machen. Das kann ich euch versprechen. Wir werden auch jetzt schon in Richtung 2000, also in die nächste Season entwickeln. Schaut gerne auf TikTok vorbei, fitz_tobi. Macht unbedingt die 13k voll. Auch gerne auf Instagram. Links immer alle unten in der Bio. Und wie gesagt, es wird eine zweite komplette Staffel noch geben vor Formel 1 23. Abonniert gerne kostenlos. Bis zum nächsten Mal, später oder morgen und ciao.